immer wieder gibt es diese Situation, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, das Gefühl auf einmal haben, dass sie da ganz alleine unterwegs sind. Sie sind alleine auf dem Weg in ihr verheißenes Land. Sie wittern schon von Weitem die Riesen, denen sie womöglich alleine gegenüberstehen sollen. Und sie fühlen sich richtig verlassen. Was passiert da? Ich glaube, dass das eine feindliche Strategie ist, dass der Teufel uns immer glauben machen möchte, dass das mit Gott doch gar nicht so real ist. Dass Jesus doch gar nicht wirklich in unserem Leben so präsent ist. Und der Heilige Geist, der eigentlich in unsere Herzen ausgegossen ist, so wie es die Bibel berichtet, dass er auch gar nicht so mit uns kommuniziert. Was hilft? Was hilft, wenn wir diese feindliche Strategie entlarven? Und was hilft, wie müssen wir es tun, ihr entgegenzustehen? Das, was mir immer geholfen hat und wo ich auch sehe, dass das Zeugnis der Bibel ist, das ist, dass wir den feindlichen Attacken mit einem Wort aus der Bibel, mit der Verheißung aus der Bibel entgegentreten müssen. Und da lesen wir zum Beispiel: Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Das steht in Matthäus 28 und so schreibt es die Übersetzung von Neues Leben. Ich versichere dir, ich bin immer bei dir. Bis ans Ende der Zeit, bis ans Ende deines Lebens. Du hast mein Wort, sagt Jesus hier zu dir. Das ist etwas, was du heute ganz persönlich für dich nehmen sollst, wenn du dich in solchen negativen Gedanken bewegst. Ich bin ganz allein. Ich habe nicht das Gefühl, dass Gott jetzt im Moment präsent in meinem Leben ist. Es ist wichtig, dass du dich ganz besonders auf dieses Verheißungswort stellst. Ich habe dir versprochen, ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit. Das heißt, jeden Tag. Das ist die gute Nachricht für heute. Ich bin bei dir jeden Tag. Das heißt, Jesus ist real an deiner Seite. Der Heilige Geist kommuniziert ganz real in deinem Herzen mit dir. Er möchte mit dir reden. Und Jesus sehnt sich nach dieser engen Beziehung mit dir. Ich habe dir versprochen, ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit, jeden Tag. Glaub das heute, stell dich auf diese Verheißung heute und du wirst sehen, dass der Feind von dir flieht. Ich weiß, dass Gott in dem Bereich einfach viel, viel, viel mehr für dich hat und streck dich doch aus nach dem, Gott hat mehr für mich.